Ihr fliegt, ihr wart schuld und ihr schwimmt. Ihr quackt für sie und ihr quackt für dich. Ihr schnattert auch mal nur für sich. Und wenn du ein Mädchen singst, dann schwimmt, dann taucht er und dann plumpst er auch für uns. Plätsche, Plätsche, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Ihr kommt ein Tröpfchen später, Plätsche, Plätsche, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Ihr kommt ein Tröpfchen später. Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Plätsche, plätsche, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Alfred! Du willst doch nicht etwa schon abreisen, Luzi? Ja. Leider können meine Eltern nicht länger bleiben. Aber vielleicht treffe ich dich ja mal wieder. Hoffentlich. Ich fand das toll, dich kennengelernt zu haben. Ich wünschte, ich hätte noch ein paar Tage mehr Zeit. Das ist der letzte Urlaub vor meiner Hochzeit. Vor deiner Hochzeit? Ja, wir werden nämlich schon in diesem Frühjahr heiraten. Heiraten? Tja, dann alles Gute, Luzi. Dankeschön, Alfred. Und auf Wiedersehen, ja? Viel Glück. Starrst du hier Löcher in die Luft? Ist dir was? Nein, nein, nicht. Na, hast du etwa Liebeskummer? Nein, nein, Ivo, ich kenne sie ja kaum. Sie ist bloß eine flüchtige Bekannte. Eine Bekannte? Ja, genau, sie wird im Frühjahr heiraten. Oh. Aber sag mal, was führt dich denn eigentlich hierher, Olli? Ich bin hier, um an der Konferenz der Internationalen Anwaltskammer teilzunehmen. Ach, schau an, ich hatte nicht erwartet, hier Freunde von zu Hause zu treffen. Ich mache ein bisschen Ferien. Ja, ich weiß, das hat Henk mir schon erzählt. Ich konnte es kaum erwarten, dich hier zu treffen, Alfred. Was hältst du davon, wenn wir heute Abend essen gehen? Prima Idee. Wo sollen wir uns denn verabreden? An der Bowlingbahn hier im Hotel. Bowlingbahn? Ja, da bin ich jetzt öfter zu finden. Kannst du noch so lange warten? Na, aber klar doch. Mach nur. Wohin wollen wir denn essen gehen? Ja, Oh, da kommt schon eine nächste Kugel. Sag mal, wie lange machst du denn überhaupt noch Urlaub, Alfred? Ich denke, dass ich morgen wieder nach Hause fahre. Morgen schon? Ich dachte, dass du viel länger verreisen wolltest. Das dachte ich auch, aber jetzt habe ich es mir doch anders überlegt. Hört, hört. Einfach so. Na ja, ich habe mich auch in der kurzen Zeit sehr gut erholt. Jetzt fahre ich gerne wieder nach Hause. Hast du Heimweh? Ja, ich vermisse Henk doch sehr und die anderen Freunde natürlich auch. Sollen wir uns schon mal zum Aussteigen fertig machen? Wieso fertig machen? Wenn der Zug anhält, brauchen wir doch nur unsere Sachen zu nehmen und auszusteigen. Wozu also fertig machen? Unsinn! Gewiss, aber beim letzten Mal hast du den Koffer liegen lassen, weißt du noch? Ich nehme an, Sie sind Ausländer. Das stimmt ja. Ich komme aus Großwasserland. Die politische Krise in Ihrem Land ist ja nun wohl wieder vorbei? Ja, ja, jetzt hat sich Gott sei Dank endlich alles beruhigt. Oh.
Grenzkontrolle Ihren Reisepass, bitte. Haben Sie eine angenehme Reise gehabt? So lala. Danke sehr, bitteschön. Was verloren? Oh, guten Tag. Oh, hallo. Gibt es noch mehr Passagiere in diesem Abteil oder sind Sie der Einzige? Bis eben war ich noch alleine. Ach, schön, welch ein Glück. Ihr könnt jetzt alle herauskommen. Die Luft ist rein. Ah. Meine Familie und ich kommen aus dem Gänseland. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Quarana. Ich heiße Alfred Hudokus Quack. Sie sind verwundert, nicht wahr? Ich nehme an, es ist das erste Mal, dass Sie schwarzen Enten begegnen. Ich habe sie bisher nur auf Fotos gesehen. Darf ich Ihnen dann zunächst einmal meine Familie vorstellen? Das ist Blanche, meine Frau. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits. Mein Sohn Tom. Hallo Alfred, ich bin Tom. Hoi, 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 Tom. Und das ist meine Tochter, Winnie. Ich bin Winnie Wanner. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Alfred Jodok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 
Wenn das so ist, nehmen wir Ihr Angebot natürlich gerne an. Kommt, bedankt euch herzlich. Toll, Mann, danke. Vielen Dank. Wir sind Ihnen wirklich überaus dankbar, Alfred. Ach, das mache ich gern. Ganz herzlichen Dank, Alfred. Du bist lieb. Ist nicht der Rede wert. Seht mal, da ist der Bus. Sag mal, warum starren uns alle Leute denn so an, hä? Ich glaube, weil es das erste Mal ist, dass sie schwarze Enten sehen. Aber das ist doch nicht unsere Schuld. Wir wollen ihnen doch gar nichts tun. Nein, es ist auch nicht höflich, fremde Tiere so anzustarren. Aber hier wird man euch bestimmt nicht schlecht behandeln, nur weil ihr schwarz seid. Die ungleiche Behandlung ist großes Unrecht. Deshalb fordern wir in Gänseland, dass die schwarzen Enten genauso behandelt werden wie die weißen Gänse. Ich bin Lesbe, der Spion. Man möchte meinen, Sie hätten gute Laune, Lispel. Dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Für dich immer noch, Herr Qualle. Ich bin dein Chef, verstanden? Schon gut, dann eben Herr Qualle. Könnten Sie wohl weniger spritzen? Von dem vielen Salzwasser bekomme ich nämlich allmählich einen ganz rauen Hals. Es dient meiner Entspannung, verstehst du? Wenn ich es nicht tue, könnte es sein, dass ich wieder meine schlechte Laune bekomme. Wäre dir das lieber? Oh nein, dann spritzen Sie doch lieber weiter. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Halt! Anhalten, Sabi! Steige schon hier aus. Prima, dann kann ich noch schnell zur Apotheke gehen und etwas für meinen Hals kaufen. Na gut. Oh, und hol noch mehr Salzwasser für unterwegs. Was? Ich will, dass der ganze Kofferraum voll ist, wenn ich zurückkomme. Verstanden? Oh. Wir müssen so schnell wie möglich eine Aufenthaltserlaubnis für euch bekommen. Das weiß ich. Ich weiß allerdings nicht, wie das geht. Das da vorne ist mein Haus. Ah, oh, komm schnell, Papa, komm schnell! Das Haus sieht aus wie ein Holzschuh, toll! Ich werde mich gleich mal erkundigen, wie man eine Aufenthaltserlaubnis bekommt. Aufenthaltserlaubnis? Oh, dein Haus ist wirklich etwas Besonderes. Hast du es selbst gebaut? Ja, nein, mein Vater und meine Freunde haben mir geholfen. Ah! Hey, Pa! Willkommen zu Hause, Alfred. Zum Glück habe ich das Haus gerade sauber gemacht. Hast du Gäste mitgebracht? Ganz herzlichen Dank, Pa. Darf ich vorstellen, das ist Hank. Er hat mich großgezogen. Herzlich willkommen und immer reinspaziert. Winnie und Tom, kommt mal her. Das ist euer Zimmer. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Du kannst hier schlafen, Winnie. Und für dich holen wir dann noch ein anderes Bett, Tom. Danke, Mann. Aber das ist doch dein Bett, Alfred. Mhm. Wo willst du denn schlafen? Mach dir darüber mal keine Sorgen. Das tue ich aber. Ich habe noch eine Dachkammer mit einer herrlichen Aussicht. Von dort aus kann man nachts die Sterne beobachten. Wirklich? Dann will ich aber auch da oben schlafen. Tut mir leid, aber ich fürchte, für uns beide wäre es dann doch ein bisschen eng. Das können wir nicht annehmen, Alfred. Oh nein, so habe ich es auch nicht gemeint. Mach dir keine Sorgen. Du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Es gibt Tee für alle. Dankeschön, Pa. Dann wollen wir jetzt Tee trinken gehen. Juhu, lecker Tee. Oh. Was ist denn, Tom? Guck mal. Da draußen steht jemand am Fenster. Da ist niemand. Doch, ganz bestimmt. Zu Hause hat die Polizei uns immer beschattet. Sie haben uns für Spione gehalten. Wir haben ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Wir sind jetzt in Großwasserland. Das ist ein freies Land. Aber da war wirklich jemand. Weißt du, wie man am besten eine Aufenthaltserlaubnis bekommt? Tut mir leid, aber ich kenne mich in diesen Dingen nicht so aus. Aber wozu hast du einen Freund, der Rechtsanwalt ist? Olli! Ja, warum bittest du den nicht um Rat?
Das geht nicht. Er ist gerade im Ausland und muss da noch 5 Tage bleiben. Ach ja, das stimmt natürlich. Dann fragen wir einen anderen Anwalt. Da ist er wieder! Diesmal bin ich mir ganz sicher. Dummes Gör. Ich geh mal nachsehen. Tom! Schon gut, ich werde nachsehen, okay? Oh, nicht wie weg! Ah, Lispo! Lispo, warte! Du warst es also, der gelauscht hat! Natürlich. Jetzt weiß ich alles. Ich kenne dein Geheimnis, ja? Hast du gehört, was wir gesagt haben? Alles bis ins Detail. Alles? Alles, alles. Seit wann hast du uns belauscht? Schon seit der Grenze? Genau. Das ist eine Lüge. Es ist eindeutig. Deine Freunde sind illegale Einwanderer, deshalb brauchen sie die Aufenthaltserlaubnis. Sag mir, Lispel, für wen arbeitest du gerade? Für niemanden. Warum spionierst du mir dann nach? Nur zum Spaß. Ich schnüffle gerne in die Geheimnissen anderer Leute. Und diese Information bringt viel Geld ein. Halt endlich still! Von wem denn? Das spielt keine Rolle. Ich verkaufe jedem, der dafür bezahlt. Genug jetzt, lass mich los. Ich muss wieder an die Arbeit. Lispel, warum verkaufst du denn nicht an mich? An dich? Ja, du hast doch gesagt, du würdest es jedem verkaufen, der dafür das bezahlt. Das verstehe ich nicht. Warum willst du Geheimnisse kaufen, die du schon kennst? Weil ich es will. Ich möchte dir alles abkaufen, was du heute in meinem Haus gehört hast. Na gut, ich mag dich zwar nicht, aber ich werde dich nicht verkaufen, wenn du mich dafür bezahlst. Wie viel? Sagen wir 3 Goldstücke. Unverschämt teuer, aber ich muss wohl bezahlen. Gold, ich liebe Gold. Hör zu, Lispel, du darfst niemand anderem erzählen, was du bei mir zu Hause gehört hast. Ist das klar? Natürlich nicht. Ich kenne die Spielregeln. Auch ich habe eine Berufsehre. Na fein. Ich werde es niemandem erzählen, mein Ehrenwort. Na gut, ich vertraue dir. Auf Wiedersehen. Hey, Alfred, komm noch mal her. Wir haben noch etwas Wichtiges vergessen. Ich muss dir Bericht erstatten. Bericht erstatten? Ja, ich muss dir über meine Arbeit Bericht erstatten. Dafür bezahlst du mich doch. Das ist nicht nötig. Ich weiß doch schon über alles Bescheid. Hä? Du weißt Bescheid? Das ist wahr. Natürlich weiß er schon alles. Da fällt mir was ein. Ja, eine gute Idee. Ganz einfach. So müsste es gehen. Puh, das war anstrengend. Das war Lispel, stimmt's? Der schmierige Spion. Macht euch keine Sorgen. Er wird das niemandem weitererzählen. Ja, Alfred? Lispel, was willst du jetzt schon wieder? Hör mir zu, Alfred. Ich muss dir doch Bericht erstatten. Aber ich weiß doch schon alles. Das spielt doch keine Rolle. Ich muss dir die Informationen geben. Schließlich hast du mich dafür bezahlt. Ach, versteh doch, Lispel. Ich habe Gäste und außerdem sehr viel zu tun. Das kann warten. Mach's gut. Flickst und zugenäht, es hilft alles nichts. Ich muss es einfach jemandem weitererzählen. Hey, was ist das? Was geht hier vor? Hey, Chauffeur, warum schrumpfe ich? Hä? Oh mein Gott. Vielleicht habe ich doch ein bisschen zu viel Salz ins Wasser getan. Salz? Was fällt dir ein, hier Salz reinzustreuen? Naja, es war keine Zeit, mehr Wasser zu holen, also habe ich Leitungswasser genommen und Salz reingetan. Ja, ich vertrage aber nur Meerwasser. Wie viel Salz hast du reingetan? 6 Säcke, glaube ich. Was? 6 Säcke? Ich dachte, besser zu viel als zu wenig. Du bist gefeuert. Aber andererseits kann zu viel auch ein Problem sein. Idiot, geh mir aus den Augen. Ich hab so eine Ente noch nie zuvor gesehen, so etwas wie dich, so ein Schatz.
hoffe, dass alles gut wird und du immer hier bleiben kannst. Das kann ich nicht allein entscheiden. Aber wenn deine Eltern damit einverstanden wären, dass du hier bleibst, was wäre dann, Winnie? Dann, glaube ich, könnte ich dieses Land lieben lernen. Weil du der erste Mann bist, dem ich hier begegnet bin und ich dich gern hab. Winnie. Aber ich muss dir unbedingt Bericht erstatten. Oh nein, nicht jetzt, später. Nein, es muss jetzt sein, sonst werde ich todkrank und grau. Na also gut, dann schieß los, aber mach's kurz und sprich leise, damit ich ja niemand hören kann. Auch das noch, schrecklich, so macht es doch gar keinen Spaß. Oh, Alfred, warte, lauf doch nicht weg. Oh. Du bist weit und breit das Allerliebste. Auf dem Teich. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ich war schon öfter fröhlich, ganz fröhlich, ganz fröhlich. Doch so verblüffend fröhlich war ich bis heute noch nie. Er ist auch schon mal traurig, so abgrundtief traurig. Dann ist er schaurig traurig, dann tut ihm alles weh. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war.